Nochmals guten Abend. Zuerst ein Zitat zum Thema Politik. In der Politik darf man sich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, mit dem Teufel selbst verbünden. Nur muss man die Gewissheit haben, dass man den Teufel betrügt und nicht umgekehrt. Das war nicht von Dr. Schiffmann, sondern von Karl Marx. Also ist denn das die Möglichkeit? Liebe Leute, es hier, Karl Marx, auf aphorismen.de. Das verlinke ich euch nicht. Aber ich hatte heute einen Hinweis bekommen und, nee, gestern schon, und heute nochmal mit anderen Leuten diskutiert. Und zwar, das war das Thema, die FDP will Homeschooling in Hessen per Gesetz aufwerten. Ja, ich habe da verschiedene Links verfolgt und jedes Mal kam ich an so eine Bezahlseite und nehmen wir mal nur die Schlagzeile. FDP will Homeschooling in Hessen per Gesetz aufwerten. Die FDP will das Homeschooling als Alternative zum Präsenzunterricht im hessischen Schulgesetz verankern. Betroffene befürchten, das könne als Vorwand dienen, Lehrerstellen einzusparen. Naja. Wisst ihr was? Lasst uns mal wirklich darüber diskutieren, aber bleibt beim Thema. Wer vom Thema abweicht, fliegt raus. Mache ich in letzter Zeit immer so, hat sich sehr bewährt. Es kommen sehr konstruktive Kommentare. Konstruktiv, ne? Wir wollen etwas konstruieren. Wir denken also ein Stück weiter. So, wie gesagt, hat jetzt hier keinen Zweck, muss ich dann immer wieder, ja. Geht nicht. Das ging mir bei allem so. Ich habe mal ein bisschen geguckt, Homeschooling bei Google eingegeben, ZDF heute gleich, Homeschooling in der Kritik, Eltern bewerten Schulen mit mangelhaft. Oh, naja, und so weiter. Ich bin natürlich dann dem Hausunterricht, sagen wir mal einfach Hausunterricht, Homeschooling, naja, sagen wir mal einfach auf Deutsch, Hausunterricht, diesen Link auf Wikipedia verfolgt, das haben sie wahrscheinlich noch vergessen. Zu bearbeiten diesen Artikel. Sehr interessant. Die Motive. Ich finde mal das Motiv hier am spannendsten. Außerdem würde die Legalisierung von Hausunterricht die Monopolstellung der Schule bei der Bildung davontragen. Und dieser damit Konkurrenz machen und so zu und so indirekt dafür sorgen, dass die Schulen langfristig dazu gezwungen sind, ihre Qualität kontinuierlich zu verbessern, um weiterhin als Form der Bildung attraktiv zu bleiben. Auch interessant, Ländervergleiche. Rot, da ist Hausunterricht verboten, blau ist es erlaubt, violett so und grau ist unbekannt. Gut, hier Afrika, gucken wir uns das mal ganz kurz ein bisschen größer an. In Deutschland gibt es sowas nicht. In manchen anderen Staaten auch nicht. Also da ist es direkt verboten, das darf nicht sein, fertig, peng, aus. Aber hier in den großen blauen Staaten ist es durchaus erlaubt. Auch hier. Höchst interessant. Nochmal zurück zu diesem, ja, Hausunterricht. Moment, ich habe noch was. Die Meinungen, die können wir mal weglassen. Deutschland. Da es in Deutschland nicht Bildungspflicht, sondern Schulpflicht besteht und diese im Gesetz, zum Beispiel zur österreichischen Unterrichtspflicht, an einen Schulbesuch gebunden ist, also Schulzwang, zwingender Schulbesuch, darf nur in Sonderfällen von dem Besuch einer Schule abgesehen und im Haus- und Hausunterricht erteilt werden. Die herrschende Rechtsprechung erlaubt Hausunterricht nur für Schüler, deren Eltern im Ausland arbeiten oder für Schüler, die wegen Behinderung oder Krankheit nicht transportfähig sind, Krankenunterricht. Auch hier sind der staatliche Lehrplan und examinierte Lehrkräfte die Grundlage des Unterrichts. In Einzelfällen gab es bereits Erzwingungshaft für Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder nicht zu einer staatlich anerkannten Schule schickten. Und so weiter und so fort. Ja, Moment, aber haben wir nicht im Moment eine Ausnahmesituation? Und jetzt ist das mal gar nicht so dumm. Und jetzt. Leute, nochmal den Satz. In der Politik darf man sich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, mit dem Teufel selbst verbinden. Nur muss man die Gewissheit haben, dass man den Teufel betrügt und nicht umgekehrt. So Unrecht hat der Marx nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Also, wenn die FDP
Ob das nur der Teufel ist oder das ist vollkommen egal. Wenn irgendjemand diesen Gesetzesentwurf, egal was er früher auch schon für andere Gesetzesentwürfe, die nicht unbedingt jedermanns Gefallen treffen, losgelassen hat, wenn die FDP sagt, Mensch, Leute, das ist doch im Moment sowieso mit dem Präsenzunterricht und überhaupt an den Schulen schon ein bisschen spannend, dann, naja, ob da Lehrerstellen eingespart werden oder ob die Kinder so nichts lernen, ist vollkommen egal. Dann ist das doch durchaus ein Gedanken wert. Ein Gedanken wert, um letzten Endes wenigstens den Kindern überhaupt was beizubringen. Nochmal zurück zum Hausunterricht. Hausunterricht, na, hier sind die schönen Bilder. Ja, also es müssen schon examinierte Lehrkräfte sein, es müssen schon Leute sein, die was können. Ja, hier hat es mal ein Lehrer gemacht früher oder einfach eine Mutter. Das heißt ja nicht, dass die dumm waren, ne? Aber das ist heute eben ein bisschen anders. Heute müssen das schon Lehrkräfte sein. Sowas geht durchaus mit Lehrkräften, die auch an einer Privatschule unterrichten oder was weiß ich. Also die auf jeden Fall vom Schulamt anerkannt sind. Das ist doch wirklich, ich sag's nochmal, es ist ein Gedankenwert. Sich durchaus mit sonst wem zu verbünden, wenn ich mir angucke, dass die Kinder überhaupt nichts lernen oder frei haben wegen Corona oder sonst was, aber in solchen Ausnahmesituationen, beziehungsweise warum denn nicht überhaupt? Und warum nur in Hessen, warum nicht in ganz Deutschland? Ist das nicht irgendwie ein Gedankenwert, selbst in diesem Fall, nicht unbedingt gleich wählen gehen deswegen, aber selbst in diesem Fall solche Gesetzesideen zumindest mit zu unterstützen, dann hätten wir mehr davon. Und es muss ja nicht unbedingt so sein, dass die Kinder in jedem Haus einen extra Lehrer haben. Das geht ja noch nicht. Das schaffen wir ja nicht. Wir haben ja die Schulen deswegen geschaffen, damit die Kinder gleichzeitig etwas lernen. Kommt mir jetzt nicht mit, die lernen nur nichts fürs Leben und so weiter. Ja, das mag ja alles stimmen, aber einfach nochmal die Idee. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben uns heute und gestern schon lang darüber unterhalten. Hätte was. So kommen wir vielleicht der ganzen Sache mit der Bildung. Und ich bin ja nur wirklich nur für Bildung. Das ist mein Ziel. Somit hätten wir der ganzen Sache doch wirklich vielleicht, ja, irgendwie gedient. Ja, ganz egal, ob das nun A, B, C, D, F, G, FDP oder wie die Parteien auch alle heißen sind. Dieses Wort, wir sagen lieber Hausunterricht, das ist es doch wert, wirklich unterstützt zu werden, oder nicht? Schreibt eure Kommentare hier unter das Video, aber ich sag's nochmal, bleibt beim Thema. Ansonsten raus. Wir brauchen hier Konstruktivität. Wir müssen etwas schaffen und nicht meckern. Oder irgendwas anderes noch, auch wichtig. Teilen, 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 ne? Ich hoffe, das ist alles klar. Na dann, also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Nehmt den, oder eine gute Nacht. Nehmt den Gedanken ruhig mit ins Bett. Denkt unbewusst drüber nach. Der Morgen ist klüger als der Abend. Und gebt konstruktive Ideen dazu ab, ob wir das nicht vielleicht wirklich unterstützen sollten. Oder mit einer anderen Partei noch. Ganz egal. Na dann, was wir alles schon machen, das kommt jetzt hier. Hier kommt das Video. Wie komme ich mit dem Handy? Weil die meisten mit dem Handy gucken. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Da steht nämlich das, was wir machen. Und auch die Links. In diesem Fall ist es nur der eine Link. Vielleicht habt ihr aber ein Abo und könnt euch diesen ganzen Artikel nochmal anschauen. Ja, und dann Feuer frei. Dann gebt mal Kommentare ab, die uns allen helfen. Denn wir müssen was für die Bildung tun. Ansonsten gibt es noch mehr Gläubige, ne? Und wir wollen ja Wissende sein. Denn wer etwas weiß, der muss nicht glauben. Nochmals, gute Nacht. Jetzt klickt hier drauf, guckt in die Videobeschreibung und dann mal los. Also, bis zum nächsten Video und macht was. Aber macht's um Gottes Willen gut. Bis dann, tschüss.